Ich könnte es nicht besser sagen. Miau, willkommen zurück zu Dead Space. Hilfe. Oh Gott. Ich hab Schiss. Ich weiß ja gar nicht mehr, welche Waffen ich eigentlich habe. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen eingekauft. So. Ist ja gut. Der war auf jeden Fall richtig cool gegen diese dummen kleinen Viecher. Hierfür habe ich nichts Neues gekauft. Ich bin sehr dumm. Laserkanone habe ich. Und die da habe ich nicht mehr. Aber was ist denn? Impulsgewehr? Strahlenkanone? Ach, was weiß ich. Ich kaufe einfach noch mehr Plasma, denke ich. Ich bin so verwirrt. Hulk Smash. Moin, du Wichser. Ihre Beharrlichkeit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Was sie gesagt ist den Kindern. Freuen sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Es kommt. Beten Sie. Bete du lieber. Fuck this ship. Ja, recht hast du. Und von wo? Immer noch nicht die Munition, die ich brauchte, ne? Ich nütze ja nichts. Scheiße, der Dicke hat mich. Zu viel kleines Scheißzeug. Hier musste ich rein. Nö. Ich hab keine Straße mehr. Irgendjemand hält ständig die Türsteuerung runter. Ich hab das Schloss jetzt überbrückt. Los! Keine Chance. Oh mein Gott.
Oh, da ist jetzt, glaube ich, noch so viel Loot, aber... Braucht unbedingt Stase. Na komm, Platz. So, Moment. Oh, scheiß Credits, ey. Ich brauche Munition. Ist das da hinten eher? Dann kommt das Vieh jetzt gleich wieder. Ich hab noch einen Moment. Oh nein, ihr seid einfach zwei. Aber ihr verwandelt euch sicher auch bald. Daher bin ich weg hier. Wenn ich mich so schlecht angestellt habe, aber ich war dezent überfordert gerade mit all den Gegnern. Hier stinkt's doch sicher auch ohne Ende. Oh nein, wir kriegen Luftkanister. Credits, 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 Halbleiter. Wie wär's denn, wenn ihr mir mal eine Werkbank oder so hier in Sicherheit platziert? Alter, Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kein würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt. Als ob das jetzt doch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen. Nur dass Amelia Kain schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig. Geduld. Deine Zeit kommt. Sehr bald. Beruhigend. Wie viele Luftkanister haben wir? Wir haben noch zwei Minipacks und drei Luftkanister. Und dann kommt das fette Vieh. Dann, wenn wir uns beeilen müssen und keine Luft haben, weiß ich doch, wie ihr hier drauf seid. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Ausfall der Lebensatmungssysteme auf der Krankenstation. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. No shit!
Verschlossen, weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich weiß, da war auch was für Luft, aber... Ah, okay. Sie haben alles, um das Gift herzustellen. Gehen Sie jetzt zurück zum Chemielabor. Was auch immer Sie vorhaben, machen Sie es schnell. Kann hier drin kaum atmen. Ich kann Sie kaum noch hören, Hammond. Ich versuche mal den anderen Kanal. Ich habe sein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen diese Mischung. Okay, ich bin gerade einfach nur froh, dass ich wieder Luft habe. Auch wenn man dafür so viel unterwegs liegen lässt. Was mich schon ziemlich ärgert, muss ich sagen. Kann ich hier wohl mal kurz in den Shop? Nee, Laserkanone habe ich doch. Ach, das ist ja mein Inventar. Ich nehme mal noch ein Medipack mit. Oder... Ich weiß gerade nicht, wo die nächste Stasi-Station ist. Wartet mal. So viel Zeit muss jetzt schon sein, das ist ein intensives Kapitel. Habe ich hier Stase? Stimmt nicht. Dann nehme ich eins. Oh, wir haben hier wenig Zeug. Fällt euch das auf? Und wir laufen wieder im Kreis. Gegen diese kleinen, super nervigen Dinger ist diese... dieses Sägezahn-Ding. Ich habe noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an ließ die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Toll. Juckt. Warum habe ich dafür immer noch keine Munition? Und warum kriege ich auch nie irgendwo welches? Wie verbinde ich das? Wieder hier. Darf ich jetzt wohl mal in die Werkbank? Versuche einfach mein Glück. Dauer oder mehr Energie? Was heißt das denn? Energie erhöht. Mehr Stase. Okay. Oh, okay, Süßen, wir machen hier jetzt einen Cut. Ich bin gespannt, wo uns dieses fiese Vieh jetzt nochmal
begegnen. Ist wirklich gerade ziemlich anstrengend und gruselig. Also das Kapitel hat schon gut angezogen, muss ich sagen. Ich hoffe, das war der einzige luftarme Teil in diesem Kapitel. Wäre ganz nett, wenn es jetzt so bleibt. Hinterlasst gerne noch einen Kommi. Schaltet morgen wieder ein zu Dead Space. Danke, bis dann.